Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Vor lauter Corona könnte man dann fast schon den Herz-Jesu-Freitag heute vergessen. Heute ist nämlich der erste Freitag im Monat und wir wollen doch wieder so weitermachen mit den Herz-Jesu-Freitagen. Und es zeigt es eigentlich immer wieder, wir beginnen so ganz steil mit irgendetwas. Nach einer Weile hat man genug und hört wieder auf. Und das ist irgendwie so, diese Beständigkeit dürfte so etwas ganz Wichtiges sein. Oder es ist so, manche Leute, wenn wir so Einkehrtage haben bei uns, manche Leute, die gehen sozusagen bevor das Beste kommt, gehen sie nach Hause. Und ich habe mir schon oft gedacht, schade, dass ihr gegangen seid. Weil der Höhepunkt, der kam erst noch. Und das ist so, man muss wie so aushalten, so sich durchkämpfen. Und wie über seine Grenze hinübergehen, wie über seine Grenze hinweggehen. Und diese Erfahrung echt mit den Einkehrtagen bei uns, wenn wir da sind am Nachmittag, dann kam noch der Vortrag und es war dann natürlich schon ziemlich spät, 3:30. Und dann wollte man halt doch noch was anderes auch noch machen. Und das ist immer so, das ist so schade eigentlich, weil man kann nicht, wenn man auf zwei Hochzeiten tanzt, das ist nie gut. Sondern auf einer Hochzeit tanzen, aber auf der denn wirklich bis zum Schluss. Bis 4 am Nachmittag. Also und deswegen so dieses Durchhalten, diese Gnade wirklich auch so erbitten oder so. Oder wie wir es heute auch gehört haben, dass wir den heiligen Josef wirklich auch so bitten einmal. Jesus sagt es ja im Evangelium auch immer, bittet doch endlich einmal. Ihr habt noch nicht gebeten drum. Und das ist so wichtig, dass wir wirklich auch so beharrlich beten und beharrlich den Herrn bitten und beharrlich in die Anbetung kommen oder das machen und nicht nach... Die Leute kommen einmal so eine Weile, eine gewisse Zeit, dann denke ich wieder, jetzt kommen sie wieder nimmer und so. Okay, das ist eigentlich äußerst schade. Oder gestern habe ich von einer Familie gehört, die haben es auch wirklich so, wie du gesagt hast, beten wir für alle Familien, die es schwer haben. Aber denen kann man fast nicht helfen. Denen kann man fast nicht helfen, weil sie sich überall einfach nur Rat suchen. Überall suchen sie sich Rat. Und zum Schluss machen sie was? Nichts. Und das ist denn so schade eigentlich. Und wie gesagt, so kämpfen einmal, so diese Beharrlichkeit, wirklich mal so durchkämpfen, das finde ich ungemein wichtig. Weil das Beste kommt zum Schluss. Das ist immer der Segen. Aber da behält der Herr wie so Gnaden noch zurück, die großen. Und da sagt er einmal zur heiligen Faustina, sagt er das auch so. Boah, du hast so gebetet und vertraut und vertraut mir. Du hast mir so vertraut. Und jetzt gebe ich dir diese Gnade. Jetzt gebe ich sie dir. Und er möchte unser Vertrauen sehen. Er möchte unser Bitten sehen. Er möchte unseren Glauben sehen. Und das finde ich sehr enorm wichtig. Das finde ich total wichtig. Wir haben zum Beispiel auch ein anderes Beispiel, wenn wir schon dran sind, wir machen die 9 Herz-Jesu-Freitage oder so und dann komme ich in den Himmel. Da habe ich mir den Himmel gekauft. Jetzt habe ich gebeichtet und Anbetung und das gemacht. Und das ist ja super, da gibt es diese Verheißungen, habe ich auch gemacht. Dann machen wir es, haben wir es erledigt und fertig. Und dann, jetzt habe ich das erledigt und jetzt komme ich nicht mehr. Das verstehe ich eigentlich nicht. Und das finde ich so wichtig. Und heute haben wir eben wieder eine Chance dazu. Heute ist schon wieder Herz-Jesu-Freitag. Bitten wir dieses heiligste Herz-Jesu hier um seinen Segen.
panem de celo prestitis dieis, alleluia. Omne delectamentum in se habentem, alleluia. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribo equesumus itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugita sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.